Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich schaue extrem fertig aus, weil ich gerade vor 10 Minuten aufgestanden bin. Und jetzt bin ich gerade den Jakob abholen, weil wir beide ins Fitness gehen. Ich hoffe, er schlaft nicht noch, weil wir haben das gestern am Abend ausgemacht und ja, ich habe noch nichts von ihm gehört. Kleines Update, der Jakob meldet sich nicht. Ich bin jetzt beim Fitnessstudio. Ich gehe jetzt alleine Fitness. Wir sind jetzt noch was frühstücken, also wir trinken einen Eiskaffee und der Jakob hat sich zwei Brote geholt. So lustig, wenn ich ganz in der Früh Aufnahmen mache von mir, dann bin ich immer so kaputt und so verschlafen. Also die erste Aufnahme, die war, glaube ich, 5 Minuten, nachdem ich aufgestanden bin. Auf jeden Fall hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich war gestern den ganzen Tag arbeiten und ich bin so froh, heute den Tag frei zu haben. Und ich habe aber ganz, ganz vieles, was ich erledigen muss für die Uni. So das Letzte vom Letzten. Die letzten paar Sachen, die ich erledigen muss. Übrigens, ich habe eine 2 bekommen in meiner Rechtklausur. Bin ich echt stolz auf mich. Und sonst muss ich jetzt noch schnell meine Nägel machen. Es ist jetzt 9:45 und ich mache mich jetzt fertig. Und für einen kleinen Real Talk, seht ihr, wie schlecht meine Haut geworden ist? Ich habe keine Ahnung, wieso, aber hier unten. Sie ist mega schlecht geworden. Muss ich jetzt wieder in den Griff bekommen. Ich habe auch vor, so eine Reihe, so irgendwie so Get Healthy With Me, Get Fit With Me zu machen, nachdem meine Klausurenphase vorbei ist, weil ich finde, in der Klausurenphase kann man sich manchmal so etwas schleifen lassen, wenn es um Ernährung und so geht. Und deswegen mache ich das dann und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen motivieren, sich auch etwas
an die Ernährung, an die gesündere Ernährung zu gewöhnen. Ich mache jetzt schnell mein Bett, mache meine Nägel, mache mir dann was zum Frühstück und dann geht's schon auf die To-Do-Liste. Heute ist richtig schönes Wetter, das heißt, ich werde, glaube ich, nach außen gehen und alles draußen machen. Ich muss auch lernen, weil ich habe nächste Woche meine allerletzte Klausur, und zwar die Rechtprüfung. Also die Rechtprüfung, wo ich gerade meine Note bekommen habe, war Proseminarrecht. Die andere ist nächste Woche, da muss ich mich jetzt richtig einlesen, weil ich habe gar keinen Plan, um was es da richtig geht. Wenn ich ehrlich bin, ich habe eine Vorlesung angeschaut von Recht, weil die immer parallel zu meinem virtuellen Klassenzimmer von Englisch war. Und in Englisch habe ich Anwesenheitspflicht und in Recht nicht. Deswegen, ich habe eine einzige Vorlesung von Recht gesehen und deswegen habe ich gar keinen Plan, worum es da jetzt genau geht. Aber naja, wir schauen uns das heute zusammen an und schauen, ob ich entweder verzweifle oder nicht. Genau. Ich werde jetzt mal die Acai Bowl probieren. Das ist alles schon drinnen. Man braucht nur noch Wasser dazu geben, 150 Milliliter, und dann sollte das fertig sein. Übrigens habe ich gerade meine Nägel neu lackiert. Und jetzt schaue ich mal, ob das Ganze so einfach geht. Ich habe hier schon Wasser drinnen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe da noch ein bisschen Müsli drüber gegeben. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie das schmeckt. Ja, riecht auf jeden Fall sehr gut. Und ich gehe jetzt raus, richte mir außen alles her und dann fange ich an. Es ist jetzt 9:55 Uhr. So, heute ist übrigens Dienstag und wie ihr sehen könnt, habe ich noch gar nichts geplant. Das liegt daran, dass ich einfach arbeiten war die letzten Tage und noch gar keine Zeit hatte zum Planen. Ich muss heute auf jeden Fall den Performance-Log schreiben, den allerletzten Journal-Task und einen Recht-Lernplan schreiben. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal diese zwei Sachen zuerst erledigen und genau, Fitness war ich ja schon. Habe ich extra hingeschrieben, damit ich das abhaken kann. Oh, der geht nicht. Und ja, ich werde dann auch die ganze Woche nochmal schnell planen, damit ich einfach einen Überblick habe. Und ich breite mir jetzt alles aus. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen geholt und werde mir jetzt hier ein Lerndings machen. Habe den Performance-Log jetzt fertig und auch abgeschickt und jetzt gehe ich an meinem letzten Journal-Task. Und zwar müssen wir da über unsere Ziele reflektieren für den Kurs, ob wir die erreicht haben. Wir haben das schon mal gemacht in Mitte unseres Semesters und genau, das müssen wir jetzt machen. Und dann noch eine kurze Reflexion über die Oral Exams schreiben. Also das ist eigentlich eine ganz coole Aufgabe. Übrigens, ich weiß echt nicht, was ich von dem Acai-Zeug halten soll. Am Anfang habe ich es ganz geil gefunden, aber ist immer noch mega viel drin und irgendwie finde ich es jetzt nicht mehr so geil. Ich weiß auch nichts, ich bin, glaube ich, kein Acai-Mensch, weil die essen ja immer richtig, richtig viele und ich dachte mir, ich probiere das auch mal. Aber ehrlich gesagt finde ich es besser, wenn man einfach nur Bananen und Himbeeren mixt. Man braucht da gar nicht so ein Acai-Zeug. Ich muss mal nachgoogeln, für was das genau ist, aber ja. Also bin jetzt nicht der größte Fan. Ich esse jetzt noch ein bisschen, weil sonst wäre das schade, weil ich glaube, das hat 4 Euro gekostet oder so, das Ding. Und deswegen esse ich das jetzt noch. Ja, wir müssen noch eine Note vorschlagen, die wir bekommen sollen. Das ist immer ganz, ganz schwierig, finde ich irgendwie. Ja. So, ich habe jetzt mal ein bisschen geschrieben, 226 Wörter. Ich mache jetzt da morgen weiter oder später auf jeden Fall. Ich brauche manchmal so mehrere Tage, bis ich so einen
Task fertig habe, weil ich mir da immer noch was überlegen möchte und so. Und jetzt mache ich mal eine kurze Pause. Es ist jetzt 11:30 und dann werde ich mit Recht starten. Da muss ich mir noch die ganzen Unterlagen zusammensuchen. Ich bin übrigens jetzt wieder herinnen, das habe ich gar nicht erwähnt, weil es außen doch noch etwas kalt ist im Schatten. Und genau, ich lasse das jetzt mal so stehen und überlege mir da noch was. Ich habe mir jetzt eine Note zwischen 1 und 2 gegeben, weil ich mir dachte, er hat zu mir gesagt, dass ich zwischen einer Note zwischen 1 und 2 stehe und ich habe mir echt immer extrem viel Mühe gegeben. Und das wäre jetzt komisch, wenn ich schreiben würde, ja, ich würde mir eine 3 geben, weil ich mir wirklich, wirklich sehr viel Mühe gegeben habe. Und ja, das wäre unfair, wenn ich irgendwas Schlechteres bekommen würde, würde ich sagen, weil ja, ich wäre auch mit einer 2 vollkommen zufrieden. Also ich mache mir da eigentlich nie so viel aus Noten, aber wenn man sich wirklich extrem viel Mühe gibt für einen Kurs, dann kann man schon mal sich etwas höher schätzen, denke ich. Habe immer noch nichts getrunken von meinem Wasser. Mache ich jetzt. Und dann suche ich meine Sachen zusammen. Also ich habe hier jetzt mal meinen Fragenkatalog ausgedruckt. Das ist der Fragenkatalog eben zu Wirtschaftswissenschaften. Hier steht der Professor. Keine Ahnung, ob das rechtlich erlaubt ist, den Professor zu zeigen. I don't know. Auf jeden Fall hat der 99 Fragen. Und ich habe jetzt noch, also heute ist Dienstag und nächsten Mittwoch ist die Prüfung. Und ich habe jetzt eben noch 8 Tage Zeit circa. Das heißt, 100 dividiert durch 8, wegen 8 Tage sind 12,5. Das heißt, ich mache jeden Tag ungefähr 13 Fragen und dann sollte das gut passen. Also eben, hier sind so die Fragen und die Antworten noch dazu. Er hat zwar gemeint, dass die Fragen nicht identisch sind mit den Fragen zu den Prüfungen, aber sie decken auf jeden Fall den Stoff ab. Das heißt, ich mache das auf jeden Fall und dann schaue ich, was ich sonst noch machen kann. Ich habe gesehen, dass er auch so Probetests online gestellt hat. Das heißt, die werde ich dann auch machen. Aber ich lese jetzt mir alles einfach durch und nehme mir heute einfach mal so ein paar Fragen vor und schaue, wie gut ich vorankomme. Also eben, ich habe jetzt nicht so früh angefangen. Irgendwie Recht war jetzt nicht so meine Priorität. Es war irgendwie wichtiger für mich, halt die anderen Sachen gut zu machen. Und ich dachte mir, weil jeder meinte, Recht ist irgendwie nicht so schwierig. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht vertan, aber ich habe immer noch eine Woche Zeit. Und vor allem, ich habe eine Woche Zeit, um mich nur auf Recht zu konzentrieren. Normalerweise hat man ja 100 andere Sachen, aber ich habe jetzt wirklich nur noch Recht. Das heißt, das werde ich schon hinbekommen. Ich habe auch hier mein Federpinal, damit ich mir alles unterstreichen kann. Ich habe hier übrigens diese, das sind so ein bisschen pastellige Highlighter. Finde ich mega cool. Also ich mag die richtig, richtig gerne. Passen auch super ins Federpinal rein. Und genau, das werde ich jetzt weitermachen. Ich habe jetzt solche Selbsttests gemacht bei Recht und zwar ohne irgendwas davor gelernt zu haben. Und das ist eine Open-Book-Prüfung, das heißt, wir können alle Unterlagen verwenden. Das schaut immer irgendwie einfach aus, weil man ja alles verwenden kann, aber man hat einen unglaublichen Zeitdruck, weil die Prüfungen halt kürzer sind. Wir hatten nämlich bei VWL auch eine Open-Book-Prüfung und irgendwie man konnte einfach nichts nachschauen, weil man hatte so viel Zeitdruck und es sind Rechnungen dabei gewesen und also man musste wirklich lernen. Auf jeden Fall habe ich das gemacht mit Open Book. Also ich habe nur, jetzt habe ich halt keinen Zeitdruck gehabt, aber ich konnte alle Fragen beantworten, logischerweise. Hat natürlich länger gedauert, aber ja, ich bin mir irgendwie unsicher, wie ich genau lernen soll. Ich habe ein bisschen auf Study Drive nachgelesen. Manche meinten, der Fragenkatalog bringt gar nichts. Und manche meinten, es kommen ganz andere Fragen wie beim Fragenkatalog und jetzt weiß ich nicht genau, wie ich lernen soll. Ich glaube, ich gehe trotzdem mal durch den Fragenkatalog durch. Also ich bin schon einmal durchgegangen, ohne jetzt irgendwas zu lernen, sondern einfach nur zum Lesen. Und die Fragen sind eigentlich genau gleich wie bei Pro-Seminar Recht. Und also ich habe alles schon mal gehört, was sehr, sehr gut ist, weil ich bin nicht ganz so aufgeschmissen, heißt das auf jeden Fall. Das heißt, ich gehe jetzt einfach die Fragen durch, einfach damit ich mehr Sicherheit habe. Ich koche mir jetzt aber, glaube ich, was zum Essen. Das
werde ich jetzt zuerst machen. Ich habe Lust auf gebratene Nudeln. Ich habe wirklich schon sehr, sehr lange keine gebratenen Nudeln mehr gegessen. Das ist jetzt mein Essen. Ich habe einfach ganz viel Gemüse zusammengeschnitten. Dann mit dem einen Pulver, was ich euch in der letzten Woche in einem Video gezeigt habe. Das ist echt extrem gut und da schmeckt jedes Essen so, so gut. Etwas Balsamico, dann Tzatziki und Tomaten eben. Das mag ich eigentlich mega gern, vor allem wenn es warm ist. Ich habe mich jetzt nach draußen begeben, einfach weil das Wetter mega schön ist. Und ja, ich gehe das jetzt alles durch, versuche mich etwas zu konzentrieren. Es ist jetzt mittlerweile schon 10 nach 6. Ich schaue komplett so aus, als wäre man gerade schwimmen gewesen. Ich war auch gerade schwimmen. Ich koche uns jetzt was. Der Jakob ist übrigens auch hier. Ich werde uns jetzt Nudeln kochen. Genau, ich zeige euch dann einfach, wenn es fertig ist. Weil ich mache einfach Nudeln mit zur Tomatensauce. Das ist jetzt unser Essen. Und wir haben uns hier auf meiner Terrasse so einen kleinen Tisch aufgebaut. Und hier geht gerade die Sonne unter. Jakob und ich sind spazieren gegangen und ihr könnt raten, wo wir sind. Wir gehen gerade auf diesen Feldweg hoch. Das ist echt steil, muss man dazu sagen. Aber es ist einfach mega schön und lohnt sich. Hier ist die Sonne und wir gehen jetzt einfach noch eine kleine Runde, weil wir beide richtig fertig sind irgendwie. Und da hilft es, einfach mal spazieren zu gehen. Jakob ist auch dabei. Ich habe den, glaube ich, noch gar nicht gezeigt heute. Aber wir haben den Tag eigentlich die ganze Zeit draußen verbracht. Haben jetzt auch noch ein bisschen Produktives gemacht, aber irgendwie schaffen wir heute gar nichts mehr. Deswegen haben wir uns vorgenommen, morgen früh aufzustehen, dann da das Ganze zu machen. Heute ist es einfach viel zu schön, um nicht das schöne Wetter auszunutzen. So, die Sonne ist jetzt Gott sei Dank doch noch herausgekommen und wir haben jetzt auch ein paar Fotos gemacht mit Jakobs Handy. Der hat das Huawei P30 Pro. Das ist richtig, richtig gut und macht mega gute Fotos. Also das hat echt eine mega gute Qualität. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen und dann drehen wir um. Oder mal schauen, wie weit wir noch gehen. Wie spät ist es denn? Es ist schon Viertel nach acht. Ja. Viertel nach acht. Es ist bereits der nächste Tag. Mir ist aufgefallen, dass ich komplett vergessen habe, einen Schluss zu machen, weil wir waren noch mega lang spazieren und haben Fotos gemacht. Und haben den Abend noch ein bisschen genossen und wir sind dann eigentlich bald mal eingeschlafen. Deswegen gibt es eigentlich nicht wirklich ein Ende. Aber ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Es kommen jetzt nur noch ganz, ganz wenige Uni-Vlogs online, weil ich ja bald auch Ferien habe. Also dann kommt wieder neuer Content, weil mir kommt vor, ich mache halt im Moment echt immer das Gleiche. Und ich möchte auf keinen Fall langweilen und so. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich jetzt dann wieder sehr, sehr viel Mühe, ich stecke jetzt auch viel Mühe in die Videos, aber dass ich dann halt andere Videos auch zum Teil mache und euch ein bisschen Abwechslung biete, weil mir kommt vor, die Videos werden auch nicht mehr so gerne gesehen. Ich weiß nicht, ob es mir leise vorkommt,
Aber ja, ich freue mich dann auf jeden Fall so sehr auf die Ferien. Und ich hoffe, ich konnte mit diesem Vlog euch ein bisschen motivieren. Haltet durch, wir sind alle zusammen in dieser Prüfungsphase wahrscheinlich. Die einen später, die einen früher, die anderen sind gerade mit der Schule wahrscheinlich gerade fertig geworden oder machen auch ganz was anderes. Aber ja, ich hoffe trotzdem, dass ich euch bei irgendwas motivieren habe können. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen und nochmal würde ich mich über einen Kommentar freuen. Wirklich, ich freue mich so sehr über jedes einzelne Kommentar. Und genau, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye!